So, nochmal Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, man hört jetzt das Spiel. Ja, man wird das Spiel hören. So, nochmal Hallöchen, ihr Lieben. Und ich höre mich schon wieder Ich doppelt. hoffe, Warum? man hört jetzt. Ah, jetzt geht's. Okay. Man schaltet den Stream nämlich aus, der nebenher im Hintergrund läuft. Dann funktioniert's auch. Hallo, Kate. Hallöchen. Ja, einmal mit Profis. Pech und Pannen kann nicht nur Shinku. Das können auch wir ganz gut. Ja, wir wollten heute auf Server 3 mal eine Runde leveln gehen. Und wie ihr im Ja. Titel erkennen könnt, vielleicht gibt es auch noch einen Pferdekauf. Mal gucken. Aber erstmal, hallo. Und wir haben uns Genau. natürlich westernmäßig ausgestattet. Und ja, Genau. dann Wollte gucken wir gerade mal, wo es sagen. uns heute hinbringt. Also du hast gemerkt, dass mein Stream wieder raus ist, ne? Ja, ich dachte, es liegt vielleicht daran. Ich habe das Ach dann mal so. ganz kurz ausgemacht. Gut. Jetzt ist liebe Schinku da drin. Alles. Moment, Moment, wo ist mein da? Also ehrlich, die streamt doch gar nicht mit. Wie war das mit Profis? Läuft. Nein, du sollst das nicht so riesig machen. Wo ist denn jetzt Kate hin? Moment. Weg. Moment, Moment. Das wäre doch Einmal plopp gelacht. und So. weg. Irgendwie Kate hat mag es der wahrscheinlich deinen auch gemacht. Stream gerade nicht. Wieso mag der meinen Stream nicht? Also ehrlich. Ich weiß es nicht. Sowas aber auch, Geldjuck. Ich habe dich eingefügt, du bist sichtbar, aber er nimmt den Link von dir nicht. Soll ich einen neuen schicken? Ja, probier's mal. Okay. Flop. War der jetzt schon? Ach so, haha. Oder hast du zugemacht? Nö, ich habe eigentlich nicht zugemacht. Mach das Ganze jetzt nochmal. Finde. Verhöre Moll. Ja, ich möchte meinen Bildschirm teilen. Ja, Immer. Pleiten, Pech und Pannen, das können wir alle. Oh, aber sowas von. Oh, was macht der denn? Okay, es funktioniert nicht. Okay, dann haben wir wieder das Problem, dass es nicht Warte, ich kann es funktioniert. aber über den. Doch, ich kann es über den ersten Bildschirm laufen lassen. So. Dann müsste er es aber eigentlich. Wieso nimmt das Ich jetzt sehe nicht? deinen Bildschirm, das ist schon mal gut. Ah ja, okay. Moment. Geht's So. jetzt? Ich gucke mal. Also ich sehe zumindest was. Das ist ja schon mal gut. Ah ja, jetzt funktioniert es auch. Jetzt funktioniert's auch, Okay. okay. Warte, ich. Ja, gut. So, jetzt müsste das. Jetzt? Also jetzt. Moment. Ja, jetzt. Ha! Ja, jetzt Boah, müsste sind es im wir Stream gut. sichtbar sein. So. Wahnsinn! Okay. Mein Bot hat es mittlerweile auch geschnallt, dass ich online bin. Das ist doch schön. Der braucht ja auch immer ein bisschen länger. Gut, dann würde ich sagen, Tan und Loretta, beziehungsweise sind die ja noch gar nicht da. Das dritte Rennen in Moorland, oder? Erstmal hier. Ja. Sind die nicht da? Gott, ich habe so viele Updates verpasst. Ich bin überhaupt nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ja, es gibt in Moorland oben, das können wir uns nachher gleich angucken, gibt es ein Black Friday-Angebot. Ich habe mir extra heute Star Coins gekauft. Oha. Aber die stehen bei mir beide hier. Tan und Loretta. Ach, tun sie das? Ja, Nee, ich bei hab mir sie hier. nicht. Hast du die Doch, Quest ich hab gemacht? sie. Ja. Ah, okay, ja, dann, ja. Ich mache dann mal das dritte hier. Ach, das da hinten. Ja, Man sieht sich klar. im Rennen ja sowieso nicht wirklich. Also, Ne, von daher ist es eh man egal. läuft sich ja sowieso. Über die Füße irgendwann. Ja. So, dann versuchen wir mal nicht das Pferd zu schrotten. Ja. Wie war euer Tag Probe. bisher? Alles gut gelaufen? Wochenende? Andere Frage, An die der ist denn Lurker und überhaupt Nicht-Lurker. alles da?
Mal so nebenbei. Wer wirklich da ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich zwei Zuschauer habe. Deswegen erstmal herzlich willkommen an den blinden Zuschauer, der hier noch zuguckt. Meldet euch ruhig mal, wir beißen nicht. Nein, ich habe schon zu Abend gegessen, die erste Portion. Ja. Ah ja. 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 Ja, ja. Huch, ja, nein, ja. Nicht Highscore. Neue Highscore geknackt. Ich auch. Ich hab's geschafft. Ich hab mal Gold gekriegt. So. Gehen wir das Springgedöns mal machen, oder? Ja, klar. Mhm. Doch. Doch. Super. Mhm. Ah ja, es gibt... Gibt's irgendwo wieder ein neues Rennen, oder gab's das nächste Woche erst? Keine Ahnung. Ich muss auch gestehen, ich hab's nicht so wirklich verfolgt momentan. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass es wieder Schnee geben soll. Eventuell. Ja, es kommt Schnee. Ich habe einen Spoiler gesehen davon. Und wenn das wirklich so kommt, wie der Spoiler war, man weiß ja von Star Stable, oder man weiß ja, dass die Spoiler nicht immer zu 100% richtig sind, aber, liebe Leute, wenn diese Spoiler richtig sind, dann wird es Schnee geben. Und zwar Schnee, wo man Spuren im Schnee macht, wenn man da durchreitet. Genau, das hatte ich nämlich auch gesehen, dass es richtig hoher Schnee ist und dass man es irgendwie einstellen kann, also dass quasi ganz Jorvik wieder verschneit ist. Man kann das einstellen? Ich weiß nur, dass er generell wiederkommt. Also, nach dem, was ich gesehen habe, kommt, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Man hat ja oben rechts diese drei Symbole. Mhm. Und da soll ein Schneeflockensymbol hinkommen. Okay. Und wenn du das anklickst, hast du ganz Jorvik im Schnee. Ich hoffe ja, dass das Update lange hält, dass der Schnee wirklich lange bleibt. Ja. Also es sah so aus, als könnte man es quasi dann ähnlich einstellen. Wie die Tageszeit quasi. Mhm. Stimmt, die kann man ja mittlerweile auch fixieren, gell? Ja. Also. Ich bin mal gespannt, ich lasse mich überraschen. Mhm. Wäre halt cool. Schauen wir mal, ja, genau. Ich habe hier irgendwie kein drittes mehr. Gibt es hier keine drei? Gab es hier nicht drei? Doch, hier gibt es drei. Warum habe ich nur noch zwei? Keine Ahnung. Und wieso bist du allein in einer Gruppe? Ich habe dich eingeladen. Echt? Ich habe keine Einladung gekriegt. Jetzt? Jetzt. Ha. Wunderbar. Irgendwie man sollte vielleicht auch auf das richtige Ende gucken. Ja. Mir passiert es auch zu oft, dass ich Nein klicke anstatt Ja. Mhm. Nein, man ich kennt's. Habe nach rechts unten geguckt, anstatt nach links oben. Ja. Es ist keine Club-Einladung. Lass uns doch mal dieses Event betrachten, das da oben stattfinden soll. Ja, komm mal mit. Ein Event, okay. Ja, ich folge dir unauffällig. Ach, guck mal, wie hier steht. Was? Wer? Bei mir steht hier Tan. Ja, bei dir. Ich habe ja die Quest schon. Ich sollte vielleicht mal die Quest machen. Ja, dann kannst du nämlich auch wieder die Rennen machen. Ja. Liebe Leute, ich glaube, ich mache in Zukunft mal eine Questfolge, wo wir einfach ein bisschen labern und die Quests machen. So. Langsam. Hier, Eventgelände. Da gibt es Pferde im Angebot, wo ich jetzt nicht unbedingt auf eins davon stehe. Also den Mustang habe ich ja.
Den habe ich auch. Und da hinten den ganz linken, den habe ich auch. Na, Und Easy und Araber Araber ist sind es nicht wirklich so keine Pferde. meins. Nein. Easy schon, aber nicht die Farbe. Aber hier gibt es einen Shop. Oh Gott. Hier. Halleluja. Huch. Ach, Der ich habe Black schon fast Friday gelaufen. Shop. Ernsthaft? Wie Und krass. da gibt es so Sachen wie Weinroter Oh. Classic Springs. Das sind übrigens Sachen, die es sonst auch gibt, aber die halt Ja. jetzt vergünstigt sind. Aha. Okay, gut. Ich habe momentan keine Starquest. Das bringt mir also nichts, aber. Cute, cute. Gut, ist jetzt auch nichts Großartiges dabei, was ich dringend bräuchte und noch nicht habe. Ich finde ja den einen Sattel total hübsch. Brauner, shabby, schicks Sattel. Ich meine, es ist natürlich ein altes Sattelmodell, aber ich finde ihn hübsch. Für ältere Pferde, also die beiden Sachen werde ich mir wahrscheinlich holen. Ich weiß nur noch nicht, welche Decke da dazu passt. Wahrscheinlich die Morland-Decke. Krass, habe ich den Sattel noch nicht? Ich habe doch sonst alle schwarzen Western-Sattel. Habe ich den anscheinend noch nicht. Interessant. Ah. Ah, ich habe leider nicht. Also gut, die Starcoins hätte ich. Also. Hast du doch welche? Ja, also ja, ich habe 899 Starcoins, aber Achso. das ist ja quasi nichts. Es ist übrigens gerade Doppel-Star-Coins-Event. Ja, das bringt mir gerade gar nichts. Weiß. Ja, geht Ich halt gerade habe, nicht. ja, ich habe Black Friday ein bisschen ausgenutzt. Oh, was Dafür habe hast ich du aber alle geholt? Weihnachtsgeschenke. Ja, ich habe alle Weihnachtsgeschenke so fast Ah. alle beisammen. Aber dafür ist mein Konto jetzt etwas leichter. Na, dann lass uns mal nach Das geht Vorpinter, jetzt. oder? Oder Richtung Vorpinter. Genau. Oder wollen wir gleich zu Steve? In die Können wir Richtung auch machen. Wir machen? können auch Frau Pinter auslassen. Ja. Ja. Können wir auch machen. Ist nur ein Umweg irgendwie. So können wir gleich zu Steve und dann. Wir könnten ja auch, wenn wir es Steve gemacht haben, und das Barrel Race und alles gemacht haben, na, in Richtung wapp, Vale Dale, Firgrove und nach Dundal mal. Wäre mal eine Idee. Na, da Richtung Dundal, Mannheim, da ist die Grafik so schön. Oh ja. Ich bin schon sehr gespannt auf die Winter, auf das Winter-Update. Und ich würde auch sagen, wenn du Bock hast und wenn wir es zeitlich hinkriegen, dass wir da auf jeden Fall wieder einen Stream machen zum Winterdorf. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es nicht unbedingt die Quests, aber halt so ein bisschen die Rennen und das Ganze, was es da gibt und so. Oh Gott. Und das mit Arktis kriegen wir auch irgendwie wieder hin. Keine Ahnung, wie wir es machen. Es wäre halt schön, wenn wir es schaffen würden, dass wir doch noch. Ich meine, es ist ja einmal die Woche. Es ist jetzt nicht unbedingt, was ist, ich meine. Ich Ja, ich sag habe ja halt auch schon nichts. überlegt, Ja. ob man vielleicht einen anderen Tag holt, aber. Ja, bei Shinko, glaube ich, geht kein anderer Tag. Ja. Dienstag und Mittwoch streamt sie, Montag arbeitet sie, glaube ich, länger. Ja. Und Donnerstag, glaube ich, geht bei dir irgendwie nicht, oder? Ja, Donnerstags machen wir ja momentan, aber ich merke, also für mich ist Achso, ja. momentan unter der Woche echt Ich happig. kann ja mal fragen, ob sie Montag wirklich länger arbeitet. Freitag geht Ja, oder am natürlich nicht, weil Wochenende. da, ja, das geht, glaube ich, bei den meisten dann eher nicht. Ja. Wäre natürlich toll, aber
Bei mir ging es auf jeden Fall, aber. Ja, also ich muss halt sagen, so Samstagabend oder so, weißt du, wenn ich den ganzen Tag mal mich ein bisschen entspannen konnte, dann geht's schon eher. Ja, ich meine, anders gefragt, wird es besser oder wird es eher gleichbleibend oder schlimmer sogar? Also ist Donnerstag verflucht oder ist er einfach nur gerade doof? Im Moment ist es einfach doof. Okay. Im Moment kann ich echt sagen, es ist absolut doof. Und ich habe die Hoffnung, dass ich einfach, dass ich wieder, ich sag mal, die Batterien aufgeladen habe, wenn die Weihnachtsferien durch sind. Ja, das ist jetzt noch eine Zeit hin, aber ich merke halt momentan, dass ich mich total kaputt mache, was das angeht. Ja, klar. Und ich meine, es ist ja auch nicht kurz, was wir da machen. Es ist schon 2 Stunden und eher länger. Ja, deswegen. Ja, mal gucken. Ich meine, ich sag ja auch nicht, im Dezember wird es sowieso ein bisschen kürzer ausfallen, wahrscheinlich und weniger oft Tage geben, weil ich einfach einmal an der Fahne vorbeireite. Weil wir halt auch dann Familie und man kennt's. Ja, klar. Mein Bruder kommt und so. Ja. Ja, es ist einfach, also. Ja, ich würde sagen, dass wir. Hallo, ich bin durchgeritten. Ihr habt's gesehen. Ich bin durchgeritten. Denkste. Ich würde sagen, dass wir uns da einfach nochmal zusammensetzen. Hauptsächlich wir drei. Ich Ja. glaube, Mermaid ist ja eh überall dabei, mehr oder weniger. Ich weiß von ihr, dass die nicht arbeitet. Die streamt sehr viel. Also die, glaube ich, ist jetzt da. Ist jetzt nicht negativ gewertet oder so, aber. Ich glaube, die ist da ein bisschen flexibler. Ja. Da hinten geht's. Oh Gott. Ey, Zaun. Oh Ich Gott. meine, wir können ja sonst im Zweifelsfall auch sagen, dass ich in meinem Falle Ark zweimal bringe und wir einmal die Woche Zeit haben und ich einmal mit Shinku vielleicht die Woche Zeit habe. Wenn du zu mir jetzt zum Beispiel sagst, Montag kannst du dafür vielleicht, keine Ahnung, von 7 weg oder so. Damit es dann nicht zu lang Ja. wird. Ich weiß ja nicht, wann du zu Hause bist und wann du dann loslegen könntest. Also ich gucke tatsächlich jeden Tag, dass ich so um 6 spätestens zu Hause bin. Na. Ja. Also wäre jetzt mein Angebot. Wir müssen ja dann auch nicht so lang machen. Wir können ja dann einfach sagen, wir. Züchten, farmen, keine Ahnung was. Und wenn es dann halt wirklich an die Bosse geht, da würde ich dann schon sagen, dass wir einen Termin suchen, wo wir alle gemeinsam können. Ja, genau. So, Mali? Oder erst Hasen oder Mühle? Also ich bin kein Hasenfreund. Wir können die Hasen auch gerne auslassen und gleich die Mühle machen. Ja, dann hätte ich gesagt Mühle und dann Male. No. Ach so, ich wollte ja noch hier bei den Pferden gucken. Das war das hier? Ne, das war. Was? Ne, das war bei der Reithalle, genau. Wieso, Die welche Pferde stehen? standen. Da stehen noch die Friesen hinten. Ja. Friesen. Die Also die sind sehe ich auch nicht. hübsch. Die finnischen Hier. da. So. Ja, lass uns mal zur Mühle. Aber warum hast du denn gar nicht dein neues Ponychen unterm Bobbes? Das habe ich nicht hier, das habe ich bei Grace. Ach so, Ich wollte okay. mir hier eben auch noch eins holen, aber die stehen bei der Reithalle. Wenn mich nicht Ja, da alles kommen wir auch noch täuscht. hin. Oder? Warte mal. Wo stehen denn die jetzt? Moment. Steht da wieder nicht. Die Woche, die News sind schon wieder vorbei. Wenn das jemand weiß, der hier gerade zuguckt, wo stehen die neuen Pferdchen? Ich war der Meinung, die stehen an der Reithalle. Moment, was sagt denn das Star Stable Wiki?
stehen die nicht beim Weingut? Stimmt, die stehen Ja, beim die stehen beim Weingut. Wein. Oh Gott, ein Hase. Jetzt ist der Hase platt. Steht da jetzt gar nicht. 7 Fellvarianten, 1 ist ein Verbinder. Ach, Silberkleid 13. Da, okay. Ja, gut. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hilft manchmal, Jo. ja. Hallo Quali. Dir ebenfalls einen schönen Abend. Ein kleiner Ersatzstream Hallo. für gestern, der Ausfall von Ark. Da wir jetzt nicht die Genau, du? gesamte Truppe zusammen sind, habe ich beschlossen, ich mache kurzerhand Star Stable. Machen wir nämlich auch ab und an. Und deswegen gibt es heute. Und die Zeit passt nämlich auch gerade. Hab die Erfahrung gemacht, um 18 Uhr passt Star Stable ganz gut. Da geht es eigentlich in der Regel. Ich bin halt noch nicht so bekannt, deswegen. Das ist halt noch ein bisschen weniger, aber ich habe schon das Gefühl, unter der Woche oder eben 18 Uhr ist eigentlich eine gute Zeit dafür. Na du? Oh! Ihr Lieben, ich bin doof. Sorry, Leute. Oh Gott, ich hole das gleich nach. Ich habe was vergessen. Ich habe meinen Leuten was versprochen und habe es nicht eingelöst. Liebe Leute, es tut mir echt leid. Ich werde mich da gleich drum kümmern. Es gibt nämlich auf unserem Community-Server von heute, in dem Fall werde ich es verlängern, bis Montag, ein Doppelfarm-Event. Oh. Also doppeltes Farmen. Und ich werde jetzt gleich den Server runterfahren. Ich weiß nicht, Quali, bist du gerade drauf? Wenn ja, stehst du sicher? Nee, es ist gerade niemand drauf, oder? Es ist gerade niemand drauf. Perfekt. Dann fahre ich den jetzt mal gerade eben runter und würde den mit Doppelfarmen gerade mal neu starten. Es kommt ja eh eine 10-Minuten-Warnung. Dann wart doch ganz kurz. Ich starte ihn gleich nochmal neu. Und dann habt ihr Doppelfarm-Event für das ganze Wochenende. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, nachdem ich mich heute mit Jenny noch unterhalten habe wegen Bauen und so. Und da ja der liebe Gin Tonic und wie hieß er nochmal? Chris? Einiges verloren haben durch diesen blöden Kakarodonto, der total verbuggt war. Habe ich beschlossen, dann gebe ich euch ein bisschen was zurück. Und zwar gibt es von mir ein Doppelfarm-Event. Und jetzt muss ich noch ganz kurz was eintragen. Star Stable wird mich jetzt, glaube ich, hassen dafür. Aber. Nein. So. Engram Control. Ne, das war nicht bei Engram Control. Das war bei Stack Size.
Ich gehe mir mal gerade ein Tempo holen. Ja. So, ich bin wieder da. Baby. Merci. Oh, wenn die Beine zu lang sind, ey. Was ist los? Alles gut, Fossi? Ja, komm. Da komm hoch. Wo? Na, Hilfe. Du hängst im Kabel. Warte. Ja, ganz toll. Habe ich eine Katze auf dem Schoß. Oh, okay. Noch geht das, Poseidon. Wenn ich gleich wieder an die Tastatur muss, dann musst du wieder runter. Wer ist denn Verstehst? Poseidon, wenn ich fragen darf? Meine Eltern haben sich ein Wohnmobil gekauft Okay. und werden jetzt damit demnächst in Urlaub fahren. Und wir haben ja nicht nur die Lilly, den Hund, sondern auch den Poseidon, eine Katze. Ah, okay. Und der Hund, der kann ja mit im Wohnmobil fahren. Der Kater aber. Das heißt, ich habe den jetzt seit einer Woche bei mir. Okay. Damit er halt bei mir ist dann. Oh, Poseidon, könntest du deinen wuscheligen Schwanz bitte aus meinem Gesicht rausholen? Ja. Er hat mich bisher eigentlich immer nur gehasst und immer attackiert. Und tatsächlich, seit er bei mir ist, huch, Vorsicht, da hängt mein Handy. Ja, seit er bei mir ist, sind wir quasi Best Friends. Und das Tier liebt mich heiß und innig. Und sobald ich am PC sitze, habe ich das Tier auf dem Schoß. Oder auf der Couch Okay. sitze, er kommt immer an. Was ja an für sich echt schön ist. Ich meine, der Poseidon ist ja auch schon 7 Jahre alt, der kennt mich ja auch schon lange. Aber oh, heute aufdringlich, du. Ich sag mal, also der ist eine Mischung aus Maine Coon und Türkisch Angora. Ah. Der hat also viel Fell und langes Fell. Flauschefell, was ja an für sich ganz toll ist, aber ist hart wie Sau. Und das Fell ist so lang, dass es ja eigentlich aussieht wie mit einem Dackel gekreuzt oder so. Und ganz ehrlich, ich kenne keinen Kater, der so schwul läuft wie der. Großer. Oh, Hilfe. Honig, Vorsichtig, du Mutton, hängst. Du hängst im Primate Kabel. Fisch. Irgendwie sind da die Sachen gerade doppelt und dreifach drin. Oh, jetzt liegt er. Jetzt liegst du. Ne? Ja, da kann man ja schnurren. Genau. Bei mir auf dem Schoß. Heute Nacht hat er mich in den Wahnsinn getrieben. Warum das? Der hat um 2:30 heute Morgen gab es einen fürchterlichen Krach.
Also ich glaube, davon bin nicht nur ich wach geworden, sondern auch meine Nachbarn unten drunter. Von oben zu war wahrscheinlich auch. Ich habe auf einem Schrank habe ich so eine Glaslaterne stehen, wo lauter Steine und Muscheln drin sind. Und die hat er runtergepfeffert. Aber Okay. damit nicht genug. Er hat auch seinen Wassernapf umgekippt, die ganzen Dreckis im gesamten Wohnzimmer verteilt und das Nassfutter war auch umgekippt und über den gesamten Teppich verteilt. Und damit nicht genug, ist er dann, hat er sich, also ist zu mir ins Schlafzimmer gekommen, hat sich vor mich gesetzt und hat mir ins Gesicht miaut, also so laut. Ich habe senkrecht im Bett gesessen und habe ihm dann auch erklärt, hör mal, wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, dann lernst du fliegen. Und dann war er so beleidigt, dass ich ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen habe. Und ja, jetzt, wo ich vorm PC sitze, da kommt er dann immer an. Dann möchte er dann wieder seine Schmuseeinheit haben. Nussbleidern. Jo, oh Gottchen. Wir sind aber verschmust hier, ne? Jo. Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh. Was? Nein. Hey, das ist mein Kabel von meinen Kopfhörern. Der ist ja auch nicht gerade klein durch die Menge da drin, ne? Er ist fast doppelt so groß wie eine normale Hauskatze. Ja, ein Panther. Okay. Ein grauer, Riesenpanther. So. Streicheleinheit gehabt. Darf ich wieder spielen? Sehr nett. Schauen wir mal, für wie lange. So. Mal gucken, ob er die Einträge übernommen hat. Er ist jetzt offline. Radio, Matten, Primate, Fisch. Sehr schön. So. Gut, erledigt. Dann können wir ja weiter. So, Okay, Marley. lieber Quali, Server startet gerade neu. Wenn du ja, wenn du drauf gehst, ist es dann aktiv. Jo, Marley, würde ich sagen. Passt gut. Alles klar.
Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, das hast du gar nicht mitbekommen. Es ist Black Friday. Ich kann euch keine Artikel um den halben Preis anbieten, weil wir ja keinen Shop haben. Aber ich biete euch Ressourcen um den halben Preis an. Doppelfarm-Event. Ich glaube, das passt ganz gut. So. Vielleicht mag die liebe Kate dann nachher auch noch drauf. Sollen wir nachher noch ein bisschen drauf gehen? Ja, kann man gucken. Hast du Bock? Kommt drauf an, wie lange wir jetzt hier machen. Ja. Wir können die Kategorie hier nachher gerne in Arc ändern und noch ein bisschen Arc machen von dem Stream. Aber auf dem Community-Server dann, oder? Ja, klar. Wie meinst du, was meinst du mit ehrlich? Ja, klar, ja, ich weiß, was du meinst. Alles klar. Ja, die Preise werden ja bei diesen Black Fridays vorher angehoben, damit sie sie nachher wieder vergünstigen können. Und günstiger ist es dann ja ehrlich gesagt gar nicht. Sondern hat ziemlich den gleichen Preis. Ja, wenn dann ehrlich. Ich meine, viele haben ja Bauprojekte vor sich und da passt es, glaube ich, ganz gut. Und wir können es Ja, auch ich ganz glaube gut auch. gebrauchen und ein paar Sachen farmen. Also wir sollten es auf jeden Fall dieses Wochenende noch nutzen. Wenn nicht heute, dann vielleicht morgen oder übermorgen. Ja. Oh, ich hasse das Barrel Race. Musst es ja nicht machen. Ich stehe Ja, nicht mit der nee. Pistole hinter dir und sag, du musst das Rennen machen. Ich weiß, hua! Gott. Verhaspel mich da immer. Aber ich will ja die XP Ah, fürs dieser Schwert machen. All-In ist total schön, ey. Das Kartoffelrennen. Ja, alles, was mit engen Kurven und hohen Sprüngen zu tun hat, kannst du bei mir vergessen. Also gefühlt 80% der Rennen. Wobei am PC liegt es jetzt nicht mehr. Nee, es liegt an meinen Fähigkeiten. Blöd, jetzt kann man es nicht mehr am PC abwetzen, gell? Ja, ist total doof. Brauche wieder einen schlechteren PC. Ich Wo ich glaube, sagen kann, ich kann das Jenny leider nicht ist ja dann machen. später eh noch online, heute hat sie gemeint. Sie weiß auch schon von dem Farm-Event, sie freut sich drauf. Also farmt euch das Zeug zusammen. Und vor allem nehmt ein Agi und levelt den ordentlich auf Gewicht. Das lohnt sich jetzt. Übrigens, wir haben von Gin Tonic ein Agi-Pärchen bekommen. Beziehungsweise ich habe mein Männchen hergeliehen, weil der hat 46 auf Gewicht. Und er hat sich den ausgeliehen und ich habe gesagt, bring uns ein Weibchen mit. Dann sind Ja. wir quitt. Und er hat uns jetzt ein Super. Weibchen in die Post gelegt. Ach, wie cool. Und wir haben einen Bogen. Also ich habe mittlerweile einen Bauplan gefunden. Hallo Katze. Ja, Katze. Okay, Weingarten? Ja, Weingarten. Rosi, weh, du schmeißt da irgendwas runter. Dann kriegen wir zwei Stress. Aha. Dann kann ich ja mal Pferde gucken gehen. Na, ey, Na, cool. Quali, was sagst du zu dem Spiel? Ich meine, klar, es ist eher für kleinere Kinder gedacht, aber ich habe halt angefangen, als ich meinen Laptop bekommen habe. Und irgendwie fesselt es halt schon. Es gibt halt eine Story. Und die ist halt wirklich klasse. Also, Die ist so süß gemacht. ja, total. Und teilweise sind die Aufgaben echt tricky. Also, Definitiv. Wo bist du? ja, ich bin hier oben. Hier oben. Ja, am Eingang. Ach, du bist schon oben. Oh Gott, bist du schnell.
Ja, ne? Ja, ich dachte, ich... Bist du geflogen oder was? Hi. Ich hab einen Pegasus. Ich wollte die Halfter noch abholen. Die kannst du doch jetzt direkt aus der Tasche holen. Ja, aber ich musste die doch trotzdem erstmal... Nee, musst du nicht mehr. Muss ich halt. Nicht mehr, ist okay. So, ihr Lieben. Im Titel steht ja, dass ein Pferdekauf ansteht. Und ich wollte mir einen von diesen Schönheiten holen. Und ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, welchen. Also eigentlich wollte ich mir halt den da holen, weil ich den mega schön finde. Aber ich finde zum Beispiel den hier, also nicht der weiße, sondern der hier, den finde ich auch mega hübsch. Und All-In finde ich auch mega hübsch. Das ist aber auch schwierig. Ich glaube sowieso, dass hier mehrere einziehen, also von daher. Es ist wieder mal eine Rasse, die ich... Also ich finde sie total schön. Aber ich glaube, als allererstes hole ich mir All-In. Ich gehe mal nach Vorpinter ganz kurz. Ja. Ich finde den einfach gerade wirklich richtig, richtig schön und von daher... Also optisch, ja. Optisch gut gearbeitet sind die alle. Wobei ich mir trotzdem keinen holen werde. Ist auch okay. Kann ich auch verstehen. Es ist nicht so meine Rasse. Ach, der braune steht hier auch nochmal, okay. Interessant. Das ist das falsche Blut. Ja, definitiv. Also für alle, die keine Ahnung haben, wovon ich rede, es ist das belgische Warmblut hier und ich bin ein Kaltblutliebhaber. Mir sind die Pferde zu schlank. Die müssten mehr Masse haben. Der Grund, warum ich einen Scheier unterm Boppes habe. Man kann ihn natürlich jetzt wieder nicht All-In nennen. Das ist wieder mal so klar. Ich bin nur total froh, dass man jetzt nicht mehr einen Doppelnamen machen muss, sondern ja, hinten das ist natürlich mega. Seitdem habe ich nur noch vorne Namen und hinten nichts mehr. Das ist echt viel wert. Ich meine, klar, manche Sachen kannst du gut zusammensetzen, die passen dann auch, ne? Aber. Ja. Verschiedene Sachen hören sich einfach besser an, wenn man es nicht doppelt macht.
Fairy ist auch cool. Also Fee. Für so ein Rennpferd würde auch Flash passen. Was ist ja eigentlich ein Springpferd? Wenn man es genau nimmt. Ja, springen Dressur. Willst du denn einen Hengst oder eine Stute? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich kenne so viele Pferde, die, Lady heißen. Gott, Melody, ja. Oh, shit. Wer nennt denn sein Pferd Paladin? Was, wie? Ja, Oktopus stand da. Wir nennen sein Pferd Oktopus. Ja, das ist normal. Phantom ist auch schön. Echt eine Tabelle Unicorn? Wahnsinn. Ich bin jetzt einmal durch, aber irgendwie. Ja, genau. Das sind so Sachen, wo ich mir auch denke. Pferd bei uns am Stall heißt Chestnut. Nur, ja, warum nicht? Ja, und ein anderes dafür Froschkönig. Jedem das seine. Huch. Gott. Was
Was ist denn das hier? Total. Okay. Hallo. Was denn? Mein SSO hasst mich. Was ist los? Jetzt geht's. Oh, ich bin blöd um die Ecke gekommen und bin auf diese Zeitschrift gekommen, die da auf der Bank liegt. Ach so. So. Da hat es mich jedes Mal aus dem Spiel rausgekickt. Okay, und irgendwie. Hä? Phoenix wäre doch schön, ne? Was meint ihr? Oh, passt ja, Phoenix zu dem? Da wieder rein. Da wieder rüber. Wenn Star Stable macht, was es will. Toll. Normal. Ja, ja. Es ist. Nein. Ich wollte nicht in den Global Shop. Ich wollte da rein. Was ist denn da? Oh Mann, wenn Ausmisten im echten Leben doch nur auch so schnell gehen würde. Vor mir läuft ein Elf rum mit pinken Haaren. Interessant. Warum nicht? Ja. Ich glaube, ich mache das doch anders. Ich nehme jetzt erstmal den hier und dafür habe ich nämlich einen Namen. Ja, ist. Und zwar wird der Star heißen bei mir. Weil der hat einen Stern auf der Stirn und ich glaube, das passt ganz gut. So. Ist jetzt doch ein anderer geworden als geplant. Ich meine, auch ein belgisches Warmblut, aber ja. Ja, bei einem belgischen Kaltblut wäre ich dabei, du. Ja, verstehe ich. Verstehe ich vollkommen. Nur schade, dass man den nicht Lukas nennen kann. Nur schade, dass der Name Lukas nicht drin ist. Das ist echt schade, ja, das stimmt. Ja. So das eigene Pferd ins Star Stable auch, wäre auch schön. Ich muss mal kurz.
Dieses Western-Set aus Fort Pinter, ich finde das so toll. Weil das nicht so Schnickschnack-Gedöns ist. Wobei ich finde diese Bosal auch total hübsch. Oder eben tatsächlich diese Kandaren. Na, wie heißen sie? Nicht Kandaren. Ja, doch. Da gibt es auch ein paar echt schöne. Das da zum Beispiel, was ich dem jetzt gerade angezogen habe, das finde ich auch total schön. Ja. Du stehst am Stall? Ich bin immer noch hier bei der Baroness. Ach so, du bist jetzt bei der Baroness, genau. Ich komme mal hin. Silverglade. Landgut. So. Pferdekauf erledigt und ich habe, glaube ich, ach so, Kadi. Okay. So, guck mal, was ich mir gegönnt habe. Das Zaumzeug hatte ich nämlich auch Ja, noch nicht. schick. Das ist echt schick, gell? Ja, ich habe das schwarz-silberne hier, das Mhm. ähnliche. Mega hübsch. Ja, schick. Schick, So, schick. dann wollen wir weitermachen, oder? Ich habe jetzt erstmal keinen Sattel Jo. drauf, aber ich glaube, das geht auch so. Ach ja, kein Problem. Ich freue mich Ja, ich ja. meine Ich Outfits. bin ja gespannt, ob es mal Pets geben wird. Ja, wäre schon cool. Weil ich meine, Ja. Satteldecke ohne Sattel ist schon ein bisschen unrealistisch. Die wird längstens vom Pferd fliegen, wenn du losrettest. Also, das geht gar nicht. Ja, gut, es kommt drauf an, was du halt für einen Sitz hast, ne? Aber Ja, da musst du schon allzu sicher ist es halt nicht. nur eine Satteldecke, ohne Gurt, meine ich jetzt. Ja. Also gut, eine Freundin hier von mir, ne, die reitet das Pferd gerne mal zur Koppel so. Aber Ich für einen habe Ausritt ist das nichts. mitgekriegt, du hast neues Zaumzeug. Du hast jetzt nicht mehr dieses bunte, sondern Leder. Ja, genau. Okay, wie Der kommt's? Lukas, ja, der hatte es geschafft, noch bei den Proben von Karl May, seine Zügel zu schrotten. Oh, okay. So, also, ja, da werden mich jetzt wahrscheinlich einige steinigen und machen und tun. Aber der Lukas kennt es, auch mal am Zaumzeug angebunden zu sein, an der Trense. Das ist an für sich kein Problem. Die Problematik war nur, dass da, wo ich ihn angebunden habe, war er A, relativ kurz angebunden, weil der Stamm relativ dick war. Und B, waren da einiges an Bremsen und Fliegen, was ich nicht so ganz bedacht habe. Und Grund Okay. C war, dass die nächste Gruppe, die als nächstes geritten ist, die ist hinter ihm den Berg runtergekommen. Und er hat halt den Kopf gedreht, um da halt hinzugucken. Und hat gleichzeitig mit dem Kopf so ein bisschen geschnickt, weil da eine Bremse saß. Oh. Und dabei hat er die Zügel, also ja, halt ein bisschen geschrottet. Ein bisschen Ich durchgerissen. sag, ja, die Karabiner haben das einfach nicht ausgehalten. Ah, okay. Also die Zügel selber leben noch, aber die Karabiner sind quasi durch. Genau, die sind halt hinüber. Aber weil die Karabiner in die Zügel quasi eingeflochten waren, konnte man die halt auch nicht reparieren. Ah, das ist natürlich dann doof. So, und dann hatte ich alles in Schwarz. Also ich habe den Sattel in Schwarz, ich habe das Pad in Schwarz, hatte dann schwarze Zügel mir extra besorgt, weil halt die blauen, die gab es halt nicht mehr.
Und nur halt das Trensen, der Trensenzaum am Kopf halt eben blau. Wenn ich sage, also das sieht irgendwie scheiße aus, ne? Okay. Ich habe eine ganze Zeit lang auch ein blaues Blanket gehabt, überm Pad noch drüber. So eine dünne Decke. Aber irgendwie, ich kann dir nicht sagen, wie genau, jedes Mal, wenn ich das Blanket drauf gemacht habe, ist der Sattel gerutscht. Okay. Total scheiße. Und dann hing der hing das Pad halt auf der einen Seite mehr, auf der anderen Seite weniger. Und es war einfach total doof. So, und dann habe ich halt das Blanket auch schon nicht mehr drauf gemacht. Das heißt also, ich hatte alles am Pferd in schwarz. Und die Zügel waren blau. Ja. Nee, also ja, Kopfsteck, ne? Weil Zügel waren ja dann auch schwarz. Und dann habe ich gesucht und gesucht, aber es gibt für ein Kaltblut und besonders für ein Kaltblut in Lukas Größe keine schwarze Leder-Western-Trense. Okay. Wenn du mal eine Western-Trense findest, die in Kaltblutgröße ist, dann ist die braun, weil normalerweise die Western-Sättel ja auch braun sind. Ja, klar, ja. Ne? So, und ich habe hier einen schwarzen Western-Sattel, einen schwarzen Western-Feldsattel. So, und dann habe ich bei Karl May halt bei meinen Kumpels da, habe ich dann halt irgendwann gesagt, hier Leute, wenn irgendjemand irgendetwas weiß, könnt ihr mir vielleicht Bescheid sagen, ich suche eine Trense für den Lukas. Und dann hat unser Center, also der den Center gespielt hat, der hat dann irgendwann gesagt, hier, guck mal, ne, das hier ist mein Kumpel und der macht Trensenzaume auf Maß. Oh, ja. Super, klasse, super für dich und Lukas. Da habe ich mich total gefreut. Und dann hat er dann gesagt, ja, er macht das halt ohne großen Schnickschnack. Dann habe ich gesagt, ich brauche auch keinen Schnickschnack, will ich auch gar nicht. Ich will keinen Blitzer oder sonst irgendwas da dran haben. Es geht mir einfach nur darum, eine schwarze Leder-Western-Trense, die dem Lukas halt einfach passt. So. Und von der Stange findest du halt einfach nichts, weil, ne? Du brauchst ja nicht mal ein Gebiss, weil du hast ja dein Gebiss, oder? Nehme ich an. Genau, ich habe ja ein Gebiss. Ich reite den Lukas ja mit Postkandare. Und damit kommen wir auch super klar. Und der Lukas liebt auch sein Gebiss. Aber ich brauchte halt einen Trensenzaum. So, und dann hat er mir den gemacht. Und ich dachte halt, okay, das wird bestimmt teuer, weil ne, auf Maß und... Es ist ja nun mal was anderes, ob du für ein Warmblut oder einen Pony eine Trense machst oder halt für so einen riesigen Schädel, weil der hat ja echt, also, ja. So. Das ist nicht normal, was du da halt an Materialkosten dann hast. So. Und dann hat der mir für alles zusammen, hat der mir, ich glaube, 60 Euro berechnet. Oh Gott, das was ist ja... günstig ist. Ja, ja. So. Ich wollte gerade sagen, ich verkacke gerade das Rennen also, hier. Ich habe mit also ich habe damit gerechnet, dass es im dreistelligen Bereich ist. Locker. Ja. So, und dann sagt er zu mir, ja, 60 Euro. Wahnsinn, das ist ja schon fast ein Freundschaftspreis, oder? Ja, absolut, dachte ich auch. Ne? Weil ich auch gesagt habe, hör mal, ich bin auch bereit dafür, mehr zu zahlen oder so. Weil ich ja weiß, es ist einfach schwierig für den, was zu finden. So, ne? 60 Euro. Ja, super. Dann kannst du bei dem bald mal was anderes bestellen, oder? Mit ein bisschen Schnickschnack, wenn du willst. Wenn ich das wollte. Ja. Also er hat auch gesagt, wenn es irgendwas zu ändern gibt oder irgendwas kaputt ist, soll ich mich einfach melden und dann repariert er das. Ah, Leute, ich reite heute einen Blödsinn zusammen. Guckt lieber Kate zu. Ich glaube, die macht's besser wie ich. Also ich bin schon durch. Ja, ich habe gerade zum zweiten meiner angefangen. Ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch meinen Sattel noch in Reparatur. Denn bei meinem Fellsattel war vorne am, ja, also am das habe ich ja mitbekommen, ja. Genau, an der Sitzfläche. Da war ja, in dem Fell war ja so ein Riss drin. Und dann hatte ich bei der Firma nachgefragt, bei Barefoot. Und dann haben die gesagt, nee, ich könnte den nicht einschicken. Weil so Einzelteile reparieren würden sie nicht machen. Ist ja auch eine Frechheit. Total. Aber ne? Klar, ich meine, damit verkaufen sie halt mehr, weil die meisten sagen dann, okay, dann kaufe ich einen neuen Sattel. Ja, aber ich habe nicht mal eben 1200 Euro für einen Sattel. Sattel sind ja auch teuer und die musst du ja ständig ausmessen, ob die noch passen und so.
Ich meine, das kriegst du ja auch mit. Ich meine, der Vorteil bei meinem Sattel ist, es ist halt dadurch, dass es ein Barefoot-Sattel ist, der ist baumlos. Ja? Mm. Und du kannst den halt auch, wenn du dich eingelesen hast und nicht ganz doof bist, kannst du den halt auch selber zu einem großen Teil anpassen. Ja. So, aber ja, das war dann halt auch schon so eine Sache. Und dann habe ich ja von einer Stallkollegin empfohlen bekommen, ja, ich bringe meine Sachen immer zu dem und dem Schuster. Und dann habe ich den Sattel dahin gebracht und dann, ja, hat er den repariert. Und dann, ich bin nämlich an dem gleichen Tag, wie ich die Trense dann holen war, bin ich den Sattel dann holen gefahren. Und weil er halt gesagt hat, ja, und ich muss gucken und ne, Lammfell zu reparieren, das ist ja schon etwas schwieriger, ne, damit das nicht nochmal einreißt. Und das waren halt noch am Sattel zwei weitere Stellen. Mhm. Und zwar hat man am Western-Sattel hinten ja noch so Bändel dran, damit du da was befestigen kannst. Mhm. Und da war auf beiden Seiten auch quasi, wo die Bändel hängen, da war auch was eingerissen im Lammfell. Mhm. Und bei meinem Sattel kann man ja, da wo das Horn dran ist vorne, da ist ein Reißverschluss und dann kannst du das halt auswechseln. Das ist natürlich praktisch. Und dann kannst du den Sattel halt anpassen. Oh. So. Und da war halt mir ein Reißverschluss auch abgebrochen. Also der Reißverschluss an sich funktionierte noch, aber der Zipper war halt abgebrochen. Oh. So. Und dann hat er gesagt, ich muss gucken, ob ich das mit der Größe und ob das alles so passt. Und das kann ein bisschen dauern. So, und dann hat er gesagt, hör mal, wie sieht's denn aus? Ja, ja, er hätte es fertig, ich könnte es holen kommen. So, und ich habe halt damit gerechnet, weil er gesagt hat, es dauert, ich muss gucken, ob ich die Sachen kriege, dass das auch nicht ganz billig wird. Jo. Gleicher Preis wie die Trense. Wow. Das ich ist... habe gesagt, ey, Wahnsinn, ja. Also der hat das Lammfell halt unten drunter irgendwie mit einem besonderen Stoff verstärkt, damit das da nicht mehr reißen kann. Und also der Sattel sieht aus wie neu. Geil. Also, Wahnsinn. Wirklich richtig geil. Ja, das Glück muss man echt mal haben. Ja. So. Ja. Wollen wir noch die Reiterrenne machen und dann überlegen, ob wir wechseln oder ob wir was anderes machen? Oder? Mal gucken. Ja, können wir machen. Meine Frage ist, hast du dann noch Bock auf Arc oder? Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben jetzt 19:29 und ich bleib schon wieder an den Fässern stecken. Es ist doch echt unfassbar. Also ehrlich, Flummi, was machst du? Blödsinn. Sonst bin doch ich diejenige, die sich in Scheiß zusammenreitet. Also 7:30 haben wir es jetzt. Wir haben 7:30, okay. Achso, du musst ja dann auch morgen, gell? Also, ja. Ja, ich hätte mir gedacht, dass wir jetzt dann noch rübergehen vielleicht. Dann wird es nicht allzu spät. Also, ich sag mal so, bis 9 könnte ich. Ja, eben. Das heißt, wir machen noch hier gerade die drei Rennen und dann... Ja, würde ich sagen, dann rentiert es sich noch, oder? Und dann werden wir auch noch ein bisschen farmen. Ich meine, das hilft uns ja auch schon mal. Ja. Dann werde ich allerdings noch kurz mir was zu essen machen. Mach das. Hm? Ich habe mir auch überlegt, ob ich noch meinen. Ich habe mir vorgestern eine Hafermilch mit Banane gemacht. Allerdings war die viel zu süß und deswegen habe ich mir gedacht, ich packe mir da noch zwei Eier rein und mache dann so Palanchinken draus, also so Pfannkuchen. Ja. Und habe mir heute extra Heidelbeeren und Himbeeren geholt, weil die so super lecker schmecken als Topping da oben drauf. Ja. Und ich habe zwar schon Abend gegessen, aber ich hätte irgendwie Lust drauf. Und morgen kann ich das wahrscheinlich nur noch wegschmeißen. Also die Beeren nicht, aber das Zeug kann ich wegschmeißen. Deswegen werde ich mir das, glaube ich, nachher noch ganz kurz in die Pfanne hauen. Und so. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal das große belgische Warmblut-Leveln. Beziehungsweise einfach Pferde-Leveln. Und vielleicht kündigen wir es auch an, dass auch Leute mitreiten können. Wir starten von Moorland und gucken, was die Zeit so ergibt. Können wir tun? Oh Gott. Ich hasse dieses Rennen. Kreuz und quer und überall und ständig hüpfen und oh nein.
Ah! Man sollte gucken, wo man hinreitet. Das macht Sinn. Ich habe eben auch den Fehler gemacht und habe zwischenzeitlich mal auf den Stream geguckt. Ist eine blöde Idee, wenn man gerade ein Rennen reitet. Ja. Huch, ach, da geht's ja nochmal rum. Oh Gott. Ich krieg einen Drehboom. Ja, das Rennen ist sowieso echt eins von den schlimmsten. Oh Gott, ey. Pony, nimm Speed raus. Oh, wir machen es hier einfach schön, entspannt und langsam. Huch! Nein, Kate, du guckst schön auf deinen Bildschirm, nicht auf den Stream gucken. Den brauchst du gar nicht. Huch! Cool. Na, Quali, kommt das Farmen gut an? Klappt alles? Ich glaube, der ist eher im Lurk. Immer. Schrecklich. Ich würde dann aber fast, weil du sagst, du holst dir noch was zu essen und ich mache noch meine Pfannkuchen, würde ich dann fast nachher sagen, ich beende den Stream. Und wir werden offstream noch ein bisschen farmen. Und wer weiß, vielleicht geht sich bei uns noch spontan das Wochenende eine Runde arg aus. Ich reite gerade in die falsche Richtung. Oder wir machen es dann, vielleicht klappt es ja bei dir Montag. Dass wir das mal versuchen. Können wir machen. Aber jetzt erstmal sollten wir auf jeden Fall farmen gehen. Und das ist jetzt für den Stream eh nicht so wahnsinnig spannend, würde ich sagen. Alles gut, alles gut. So. Gut, ich stelle mich mal draußen hin und dann machen wir mal eine kurze Abmoderation. Okay, schon. Ich kumme, ich bin schon drauf. Ihr Lieben, kurze, schöne Runde war es wieder. Ich würde den Stream an dieser Stelle dann gleich beenden. Arg farmen werden wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht aufnehmen. Ich würde sagen, dass wir uns dann spätestens am Montag wiedersehen und vielleicht eine kleine Runde arken. Mal gucken, vielleicht machen wir irgendwas Spannendes. Bestimmt. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob jemand streamt, der interessant ist. Dann drücke ich euch weiter. Die liebe Cuddy streamt. Cuddy macht ja auch Star Stable. Jetzt macht sie gerade Pokémon. Da Cuddy gerade die Einzige ist, die irgendwie in dieser Kategorie noch unterwegs ist, würde ich mal sagen, schicke ich euch zur lieben Cuddy weiter. Das heißt, ich würde mich hier schon mal im Stream muten, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Wir sehen uns dann, genau, wir sehen uns dann am Montag wahrscheinlich wieder. Bis dann.